Seit nun 4 Jahren ist der erste Samstag im Januar wieder ein fester Termin bei Fußballfreunden. In der Geschichte des Hettstedter Fußballsports gab es den Pokal des Bürgermeisters bereits in früheren Jahren. 2016 nahm der FC Hettstedt wieder das erste Turnier des neuen Jahres auf und lud zum Pokal des Bürgermeisters ein. 8 Mannschaften traten in 2 Gruppen gegeneinander an. Die Auslosung fand am 22. Dezember auf dem Hettstedter Weihnachtsmarkt statt. Zwiebelkönigin Christiane I. loste dabei in Gruppe A den SV Bräunrode, Edelweiß Arnstedt, Einheit Bernburg und den Landesligist MSV Eisleben. Gruppe B setzte sich aus dem SV 90 Walbeck, dem FC Hettstedt, SV Rot-Weiß Großörner und dem FSV Grün-Weiß Wimmelburg zusammen. Rund 320 Zuschauer waren 14 Uhr in die Truschbahalle gekommen, um ihre Mannschaften anzufeuern. Für den FC und seine Fans stand natürlich die Frage im Raum, ob in diesem Jahr das Triple gelingen sollte und der Pokal im Verein verbleibt. In der Gruppe A standen sich gleich zu Beginn die beiden Favoriten, der SV Bräunrode und der MSV Eisleben, gegenüber. In der knappen Partie setzte sich der MSV mit 1:0 durch und legte somit den Grundstein für den Gruppensieg. Im zweiten Spiel der Eisleber konnten sie gegen den SV Einheit Bernburg zwar nur ein 0:0 unentschieden erreichen, setzten sich aber im dritten Spiel gegen die zweite Mannschaft des SV Edelweiß Arnstedt mit 2:1 durch. Neben dem MSV Eisleben sicherte sich auch der SV Bräunrode den Halbfinalplatz. Ihr Sieg über Edelweiß Arnstedt war dazu maßgebend. Kein Tor geschossen, aber auch keins kassiert, so erlangte der SV Einheit Bernburg den 3. Platz der Gruppe A. Und damit blieb für die Arnstädter mit 2 Niederlagen nur der 4. Gruppenplatz und damit das Spiel um Platz 7. In der Gruppe B ging es gleich furios los. Der FC Hettstedt im Derby mit dem SV 90 Walbeck ließ keine Zweifel aufkommen, wer den Finalplatz und damit auch den Sieg unbedingt wollte. 6:0 hieß es nach 12 spektakulären Minuten. Zeit zum Durchatmen bekamen zumindest die Zuschauer beim nächsten Spiel. Rot-Weiß Großörner spielte gegen den FSV Grün-Weiß Wimmelburg ein 1:1 Unentschieden. Unentschieden blieb es auch im Spiel Großörner gegen den FC. Beide Teams verlangten sich einiges ab, doch wurden die schnellen Angriffe jeweils gut abgewehrt und der Ball wollte auf keiner Seite das Tor erreichen. Am Ende hieß es in Gruppe B Platz 1 für den FC Hettstedt, gefolgt von Rot-Weiß Großörner. 3. Platz für Wimmelburg und für die Walbecker hieß es mit Gruppenplatz 4 der Kampf um Platz 7. Die Endspiele standen nun fest. Ins Spiel um Platz 7 gingen die Arnstädter und die Walbecker. Nach einem 2:2 Unentschieden galt es im 7-Meter-Schießen, den Sieg zu erkämpfen. Während die Walbecker nur einmal am gegnerischen Torwart vorbeikamen, gelang den Arnstädtern dies 3-mal. Der 3. Platz dieses Turniers blieb somit dem SV 90 Walbeck, der 7. Platz ging an die 2. Mannschaft des SV Edelweiß Arnstedt. Einheit Bernburg und der FSV Wimmelburg einigten sich aus zeitlichen Gründen auf eine Verkürzung ihrer Partie. So wurde das Spiel um Platz 5 im 7-Meter-Schießen ausgetragen, welches Wimmelburg gewann. Im 1. Halbfinalspiel trafen der MSV Eisleben und Rot-Weiß Großörner aufeinander. Großörner bot den Eislebern lange Zeit Paroli, doch am Ende siegten die Eisleber mit einem 2:0. Im 2. Halbfinale spielten der FC Hettstedt gegen den SV Bräunrode. Die Gastgeber starteten stürmisch, doch je länger das Spiel dauerte, umso besser kam Bräunrode ins Spiel. Die Entscheidung fiel nicht in den 12 Spielminuten, sondern im 7-Meter-Schießen. Dieses gewann Bräunrode mit 2:1 und zog ins Finale ein. Das Spiel um Platz 3 brachte somit erneut das Duell zwischen Großörner und Hettstedt. Beide Mannschaften führten eine kämpferische Partie. Wie schon in der Gruppenphase sah es nach einem 0:0 aus, doch kurz vor Schluss wurden die Hettstädter im Strafraum gefoult und Denny Koge schoss den FC auf den Bronzeplatz. Zum Finalspiel wurde es laut.
Sowohl Bräunrode als auch die Eisleber waren mit einigen Fans angereist. Der erste Treffer sollte nach kurzer Zeit den Männern von Bräunrode gelingen. Der Rückstand schien die Eisleber aber nur anzuheizen. Denn nur wenige Augenblicke später erzielten sie den Ausgleich und gingen sogar mit 3:1 in Führung. Kurz vor dem Ende fiel durch ein Eigentor das 4:1. Somit sicherte sich Turnierneuling und Landesligist MSV Eisleben den Pokal. Nach den Auszeichnungen und der Übergabe des Pokals kam im Gespräch mit Bernd Kühne, Vorstandsvorsitzendem des FC Hettstedt, jedoch keine Enttäuschung über Platz 3 auf. Ich sag mal, es hat sich kein Spieler verletzt, das ist immer gut. Und ansonsten, wie gesagt, man kann ja nicht immer gewinnen. Wie geht's jetzt weiter? Die Saison fängt ja erst an. Ja, na, wir haben jetzt noch etliche Vorbereitungsspiele, bis die Saison beginnt. Und da werden wir mal gucken. Wir haben Zuwachs gekriegt in der Mannschaft, wie der Zuwachs in der Mannschaft reinpasst. Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Saison, sage ich mal, oder auf die zweite nächste Saison. Und wollen mal gucken, dass wir dort wenigstens ein bisschen weiter oben mitmischen. Und dann sind wir schon zufrieden.